Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In der Bibel lesen wir öfter, dass wir geduldig sein sollen. Das gelingt uns nicht immer, wenn Gott nicht gleich eingreift bei unseren Problemen. Verliere nicht den Mut, bleibe dran und vertraue Gott jeden Tag. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Was ist dein Kompass? Schreib uns dein Gebetsanliegen oder rufe an auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Was ist dein Kompass? Bestimmt hast du auch irgendwo so einen Kompass für dein Buffet oder für deinen Schrank und so als Schmuckstück, aber kaum einer von uns hat schon mal einen Kompass gebraucht oder wirklich verwendet. Auf unserem Turn habe ich ein Stück gelernt, für was man so einen Kompass einsetzt. Und da war es sehr, sehr wichtig oder hatten wir sehr, sehr viel gelernt. Es hat geheißen, man muss die Karte, eine Seekarte, ich habe hier eine normale Straßenkarte, aber die Seekarte einordnen. Und das heißt, man muss die Karte mit dem Norden in Einklang bringen. Eine Karte hat meistens oben ist der Norden und da muss man den Norden in Einklang bringen, dass auch der Norden vom Kompass übereinstimmt. Und dann weiß man genau, da vorne der Leuchtturm, der grün zweimal blinkt und der Leuchtturm da drüben, der einmal gelb blinkt, das ist genau der, die auf der Karte eingezeichnet sind und dann weiß man, wo man ist. Und wenn man zwei Punkte hat, einen Leuchtturm und einen Stern oder irgendwie ein anderes Kennzeichen, dann kann man genau den Standpunkt ermitteln, wo man ist. Und viele gehen so einfach, die nehmen einfach so eine Karte und gehen durch die Landen. Und ich habe schon Beifahrer gehabt, denen musste man sagen, halt mal die Karte richtig rum. Das war die ganz falsche Richtung, wo sie gedacht haben, dass wir fahren, dass man fährt und können nicht viel anfangen. Heute in Zeiten, wo es Navis gibt, kann nicht mehr jeder eine Karte lesen und ist auch da gar nicht mehr so trainiert drin. Wir hatten das noch gelernt. Wir sind noch Auto gefahren, wo es keine Navis gab. Heute hat jedes Handy Navi. Aber wir müssen die Karte kennen für unser Leben. Wir müssen unser Leben wirklich einordnen, damit wir genau wissen, wo was ist, wo wir hinfahren. Stell dir vor, dein Leben ist wie das große offene Meer. Alles blau, da hat es Wolken, da hat es Sterne, da hat es Wellen, aber du hast gar keine Orientierung. Wie willst du das Ziel erreichen, wenn du nicht weißt, in welche Richtung? Da ist es sehr wichtig, dass wir wirklich einen Kompass haben. Und da haben wir die Bibel. Die sagt dir genau, wie du leben sollst, um das Ziel zu erreichen. Und du, wie das ein Norden auf der Karte, wo man den Kompass dreht, bis nicht den Kompass, sondern die Karte dreht, bis es übereinstimmt. So ist es wichtig, dass du dein Leben einnordest auf das, was im Wort Gottes geschrieben steht. Und dann kommst du ganz sicher ans Ziel. Danke, Herr, für jeden, der ans Ziel möchte und auch etwas tut dafür. Danke, Herr, dass du jedem begegnest, Herr, der in deinem Wort sucht nach Orientierung. Und ich danke dir dafür, dass du es jeden finden lässt. Amen. Amen. Viele Gebetsanliegen sind eingegangen, unter anderem die Bitte um Gebet für eine Frau auf der Notfallstation. Liebes Gebetsteam, könnt ihr im Gebet einstehen für meine Schwester? Sie ist auf der Notfallstation. Ihr Herz ist schwach, sie hat Wasser auf der Lunge und die Blutwerte sind zu hoch. Sie hat eine Infektion. Danke fürs Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du ihr Herz stärkst, dass es wieder richtig funktioniert, richtig pumpt und richtig schlägt. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei diesem
in diesem Herz und dass die Blutwerte auch wieder stimmen, dass diese Infektion ein Ende hat, dass dieser Virus besiegt ist oder was immer auch der Grund ist. Und ich danke dir, dass auch das Wasser auf der Lunge weggeht. Danke, Jesus, dass durch das Herz, wenn es wieder richtig schlägt, auch das Wasser weggeht. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Und zwar bei der Ursache des Ganzen. Danke, Jesus, für Heilungsströme, für Berührung, für das, was du tust an dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Mann um Gebet. Ich bitte euch wieder von Herzen für meinen Mann um Heilung zu beten. Er ist vor 5 Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Er hatte 2019 eine Chemotherapie und nun sollen morgen wieder 2 neue Knoten im Krankenhaus begutachtet werden. Wir würden uns so sehr über Heilung in Jesu Namen freuen. Bitte betet mit uns. Ich danke euch unendlich für eure Unterstützung. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst mit diesem Lymphdrüsenkrebs. Und ich danke dir, dass diese neuen Knoten, die da gefunden wurden, dass sie verschwinden. Und ich danke dir, dass er heil ist von Kopf bis Fuß, dass die ganzen Lymphbahnen durchströmt werden mit deinem heilenden Blut. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass deine Hand auf diesem Mann jetzt ruht und dass er wirklich heil sein darf in deinen Wunden. Danke, Jesus. Danke, dass nichts mehr gefunden wird und dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet. Gebetsanliegen für einen Arbeitskollegen. Liebe Isolde und lieber Daniel, mein Gebetsanliegen ist mein Arbeitskollege. Er hat gestern die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Laut Arzt hat er noch 3 bis 4 Jahre zu leben. Ich weiß, Gott ist der größte Arzt, er kann heilen. Bitte betet für ihn. Liebe Grüße und Gottes Segen. Ja, was für eine Diagnose, was für ein Schock. Was für ein unmögliches Leben und was für eine Belastung für diesen Menschen. Wir wollen für ihn beten. Danke, Herr, dass du diesem Arbeitskollegen begegnest. Herr, danke, Herr, dass er bereit ist, deine Liebe anzunehmen und zu erkennen. Ich danke dir dafür, dass er wirklich, Herr, bereit ist, Herr, sein Leben auch ganz in deine Hände zu legen. Danke, Herr, wir bitten um Heilung. Herr, von diesem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Heiler. Ich danke dir. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, habe immer noch Schwindel und es wurde noch keine Ursache gefunden. Auch vertrage ich keine Medikamente mehr. Ich bekomme Brechreiz und Erbrechen. Es wurde auch eine Histaminintoleranz festgestellt. Mein Körpergewicht ist auch viel zu niedrig. Bitte beten Sie für mich um vollständige Heilung. Ich bedanke mich für eure Gebete. Ja, was für ein Zusammenspiel von dem ganzen Problem. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, der Schwindel, Herr, die Medikamente, die nicht vertragen werden und so weiter und so fort. Ich danke dir dafür, dass wir in diesem Körper, Herr, dein göttliches Gleichgewicht hineinrufen dürfen, Herr. Physikalisch, auch geistig, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass die ganzen Nervenbahnen wieder richtig funktionieren, Herr. Herr, ich danke dir, die ganze Wirbelsäule, die ganzen Nerven, alles richtig durchlassen und Herr, das alles, Herr, auch die ganzen Bandscheiben und alles, was da blockieren kann, Herr, oder was Schwindel hervorrufen kann. Ich danke dir dafür, Herr. Schaffen komplettes, neues, starkes, wunderbares und heiles. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und Gott hat auch schon eingegriffen in ganz viele Menschenleben. Und da schreibt uns jemand, Gott hat auch Wohnungslösungen.
Vor kurzem bat ich um Gebet für eine größere Wohnung für meinen Sohn. Sie lebten jahrelang nur in einem Zimmer. Innerhalb weniger Tage schenkte der Herr ihnen eine günstige, große und fast luxuriöse Wohnung mit Fußbodenheizung. Wir haben uns sehr gefreut. Unserem Herrn Jesus gebührt alle Ehre. Ich danke ihm von Herzen dafür. Wie schön. Und eine Frau schreibt, mega Erfolg. Ich möchte euch Danke sagen. Ich sehe auf Bibel TV eure Predigten und fühle mich Gott und Jesus so nah. Danke für eure Gebete. Es gab einen mega Erfolg. Mein Mann hat zu Jesus gefunden. Halleluja. Und es gibt keinen größeren Erfolg, als wenn jemand zu Jesus findet. Gott sorgt auch für Arbeitsplätze. Vor einiger Zeit bat ich euch um Gebetsunterstützung für meinen Sohn, der an seinem Arbeitsplatz gemobbt wurde und sehr unglücklich war. Er hat jetzt einen neuen Arbeitsplatz gefunden und musste dafür nur eine einzige Bewerbung schreiben. Wir danken Gott von ganzem Herzen für dieses Wunder und euch für eure Gebetsunterstützung. Ja, so schnell kann Gott eingreifen. Glaubensprüfung beendet. Ein Mann schreibt Gottes Eingreifen bei seiner Mutter. Nach langer Zeit der Glaubensprüfung und einigen Bitten an euch zur Gebetsunterstützung hat Jesus sichtbar und spürbar bei meiner Mutter eingegriffen. Die fast unerträglichen Schmerzen von der Trigeminusneuralgie sind weg. Die ganze Familie litt sehr unter dieser Situation. Jetzt kann meine Mutter wieder sprechen wie ein Wasserfall und ist kaum wiederzuerkennen. Die Depressionen sind völlig verschwunden. Wir geben dem Herrn die Ehre und danken für sein Eingreifen. Unser Glaube ist gestärkt worden. Danke für eure Gebete. Was für eine Wendung in einem Leben. Wie kann doch ein Problem, eine Krankheit eine ganze Familie beeinflussen? Und dann, wenn es berührt wird, die Mutter redet wieder wie ein Wasserfall. Ich hoffe, das wird nicht zu viel von dem ganzen Reden, aber es ist so wunderbar. Hast auch du etwas erlebt? Dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp. Wieder eine Frage. Ist dein Norden der gleiche Norden, wie er in der Bibel steht? Sollte das nicht der Fall sein? Oder vielleicht verschiedene Sachen, wo du sagst, nein, das stimmt jetzt nicht überein. Dann arbeite dran. Es wird dir wunderbar zum Segen werden. Sende uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Am Sonntag sind wir wieder für dich da. Wir sind um 10 Uhr im Gottesdienst. Sei auch du mit dabei. Komm einfach mal vorbei, wenn du Lust und Freude hast. Oder schau uns im Livestream oder in YouTube. Und wenn du mehr erfahren möchtest vom Ein-Norden, hier in meinem Buch Bleib auf Kurs, steht viel, viel mehr darin. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann. Und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Wir freuen uns auf dich und verabschieden uns nun und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.